Unter Seelenweg verstehen die meisten Beruf oder Berufung. Aber es geht nicht unbedingt darum. Auch wenn du schon die Arbeit hast, die dich erfüllt, oder du vielleicht sogar selbstständig bist mit deiner Gabe, heißt es trotzdem nicht, dass du auf deinem Seelenweg bist. Seelenweg heißt eigentlich, dass du dem Ruf in dir selbst folgst, dass du deiner Seele zuhörst, dass du weißt, was sie dir mitteilt. Und das ist der Seelenweg, also nicht unbedingt Beruf oder Berufung. Einfach, deine Seele will dir was sagen und du folgst ihr, du hörst ihr zu. Und das in allen Lebensbereichen. Die meisten meiner Kunden und Interessenten sind selbstständig und machen bereits das, was sie erfüllt. Und doch sehen viele nicht, dass in ihnen noch viel mehr steckt. Wie ungeschliffene Diamanten. Weißt du, ich höre so viele Lebensgeschichten, die echt herzzerreißend sind. Meine Gabe ist es, dass ich in diesen Lebensgeschichten, die ich höre, verborgene Schätze erkenne. Nicht nur die verborgenen Schätze sind wichtig, sondern auch immer wieder zu hören, welchen Weg man gehen soll. Wenn man wieder an einer Verzweigung ist, wo gehe ich hin? Links oder rechts? Weil dein Seelenweg hat viele Gabelungen. Und zu wissen, wohin es führt, ist sehr wichtig. Und da können dir diese Diamanten in dir sehr helfen. Wenn du weißt, was deine Seele in sich trägt. Und wenn du dann zuhörst, wenn deine Seele wieder neue Botschaften hat. Weißt du, Intuition ist schon nicht einfach zu verstehen. Aber glaub mir, die Seelensprache ist noch viel leiser. Jedoch bei mir ist sie verdammt laut. Mittlerweile kam ich meine Seele, ich kann die nicht mehr überhören, weil die schreit. Wenn ich einen Weg gehe, der meiner Seele nicht entspricht, dann schreit sie. Also, bei dir, denke ich, ist deine Seelensprache, deine Seele ist noch sehr leise. Die Intuition vielleicht schon ein bisschen lauter. Also, oder auch dein Herz hörst du vielleicht mittlerweile, aber die Seele ist eine ganz leise Stimme. Aber wenn sie mal da ist, kannst du sie nicht mehr überhören. Dann ist sie laut. Wenn ich einen Weg gehe, den ich nicht sollte, dann zeigt mir meine Seele ganz heftig, dass ich den falschen Weg eingeschlagen bin. Und darüber bin ich so dankbar. Weil, weißt du, Seelenweg bedeutet auch, das Phänomen, das wir heutzutage haben mit Erschöpftsein und ja, dieses Ausgelauntsein, weißt du, dass man sich erholen muss von seinem Leben oder Burnout, all diese Dinge, Krankheiten, das sind alles Botschaften von deiner Seele, die einfach sagt, hey, ich will das nicht mehr, tu mir das nicht mehr an. Und wir überhören es einfach, weil wir keinen anderen Weg kennen, als unsere Gesellschaft uns vorgibt. Und der Seelenweg bedeutet, dass du einen anderen Weg gehst, nämlich den Weg deiner Seele. Auch wenn die Gesellschaft findet, hey, du hast das nicht gelernt oder du musst jetzt bis zum Lebensende mit diesem Menschen zusammen sein. Aber deine Seele sagt dir was anderes. Oder was auch immer, deine Familie, deine Freunde, wenn das nicht mehr deinem Seelenweg entspricht. Dann hör auf deine Seele, weil der Seelenweg, der gibt dir Energie. Wenn du aber den Seelenweg nicht gehst, entzieht es dir Energie. Und darauf kannst du gehen. Also alles, was dir Energie entzieht, ist nicht deiner Seele entsprechend. Hingegen, wenn du Dinge tust,
die deine Seele nährt, dann hast du immer wie mehr Energie. Weißt du, ich habe manchmal Gespräche, die echt herzzerreißend sind, wo jeder andere Mensch vielleicht kaputt wäre danach, wo man doch immer sagt, man muss sich abgrenzen, man darf nicht so fest an sich ranlassen. Das brauche ich aber nicht. Ich brauche mich nicht zu schützen. Ich brauche nicht die Dinge von mir fernzuhalten. Ich darf mich da voll hingeben, weil es mein Seelenweg ist, weil mich das mit Energie nährt. Die Menschen nehmen meine Energie. Ich gebe ihnen meine Energie zur Verfügung, aber ich habe trotzdem immer noch genug Energie, weil ich meinen Seelenweg, weil das die Aufgabe meiner Seele ist. Verstehst du, wie ich meine? Und deshalb, darauf kannst du gehen. Alles, was dir Energie entzieht, ist nicht deiner Seele entsprechend. Das, was dich nährt mit Energie, was dir gut tut, das ist deine Seele entsprechend. Und vor allem eben so schön, wenn deine Seele so laut ist, dass du nie mehr den falschen Weg gehst. Also ich finde es echt cool. Weißt du, und das Schöne ist auch, wenn du weißt, was dein Seelenweg ist, dann kannst du das Ziel schon sehen, auch wenn es noch nicht da ist. Du kannst dein Ziel sehen und du spürst es in deinem Herzen, du spürst es in deiner Seele, dass das der Weg ist. Und du siehst das Ziel, auch wenn das Ziel vielleicht noch völlig märchenhaft ist und du denkst, das darf ich niemandem erzählen, weil die glauben mir das eh nicht. Aber deine Seele weiß es. Als ich angefangen habe mit meinem Seelenweg, da haben alle den Kopf geschüttelt. Jeder dachte sich, hey nein, was ist das für ein Blödsinn? Damit kann man kein Geld verdienen. Aber meine Seele wusste es. Meine Seele war schlauer. Meine Seele sagte mir, und doch, das kannst du. Und deshalb sage ich dir, hör auf deine Seele, weil deine Seele weiß den richtigen Weg. Finde deinen Seelenweg und dann geh ihn voller Vertrauen. Ja, ich helfe dir gerne dabei. Unterhalb von diesem Video findest du einen Link zu einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo ich dir gezielte Fragen stelle über dein Leben und anhand von dem schon sehr vieles erkennen kann, wo dein Weg hinführt, was dein Seelenweg ist, wo ja, du hinschauen solltest. Ich gebe dir gerne einen Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand zusätzlich, wo du nutzen kannst, damit du ein Team wirst mit deiner Seele, wo du lernst, die Sprache deiner Seele zu verstehen. Komm einfach in mein kostenloses Beratungsgespräch. Den Link findest du unterhalb von diesem Video. Hey, ich wünsche dir alles, alles Liebe auf deinem Weg. Hör auf deine Seele und geh in voller Vertrauen. Alles Liebe, deine Sandy. Ein Leben, wie es du dir wünschst, du machst möglich.